Das neue DLC Aufstieg der neuen Welt oder auch New World Rising ist da und das ist auch gleichzeitig das letzte Content-DLC, das wir für Anno 1800 Stand jetzt laut den Developern erhalten werden. Es wird keine neue Season geben, es soll wohl noch ein, zwei Kosmetik-DLCs geben. Mal sehen, was da so kommt. Aber heute kümmern wir uns darum, was hat sich geändert mit dem neuen DLC und auch dementsprechend mit dem neuen Game-Update. Wir gehen nicht komplett in die Tiefe, was den Content angeht, sondern wir verschaffen uns einen groben Überblick, was kommt, was wird noch kommen. Aber auf den Content gehen wir dann erst später ein. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir starten rein. Let's go! Moin Moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankachsen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist ja nicht mal Tipps und Tricks am Sonntag oder sonst irgendwas anderes, denn heute beschäftigen wir uns mal mit dem neuen DLC, das heute so rausgekommen ist. Wichtig, wir beschäftigen uns jetzt nicht grundsätzlich mit dem kompletten Gameplay, was ist die Meta, was baut man jetzt in Zukunft, sondern wir gucken uns einfach mal an, was sind die Änderungen, wir gucken uns ganz kurz den neuen Content an, aber vor allem gibt es auch einige Änderungen, auf die ich vielleicht mal ganz kurz hinweisen will, die einem vielleicht, ja, nicht so bewusst sind. Die erste Änderung sollte aber mittlerweile jeder sehen und ich will sie einfach mal kurz lobend erwähnen, weil ich es einfach, ja, mega nice finde. Und zwar wurde hier unten das Baumenü umsortiert, was sehr, 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 sehr gut ist. Das heißt, wir haben jetzt hier weiter Material, das hatten wir vorher auch schon. Wir haben jetzt aber noch Stadt und öffentliche Dienste, das ist so ein bisschen gesplittet. Das ist gerade in der alten Welt sehr praktisch, finde ich, weil man dadurch hier die ganzen, ja, Infrastrukturgebäude eigentlich sind benötigt und hat und hier die ganzen Public Services, was übrigens nicht umbenannt wurde. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Das heißt, hier hat man dann auch sowas wie die Einkaufspassagen und ähnliches und man hat das jetzt alles auf einer Seite. Und sehr, sehr geil, wir haben Schienen endlich direkt hier und müssen das Ganze nicht mehr über die Elektrizität uns aufrufen. Das finde ich auch sehr praktisch, weil das immer sehr, sehr nervig war. Ansonsten ein, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es ist. Achso, ja, übrigens, ihr habt hier das Verschönerungsmenü oder das Deko-Menü. Ne, hier ist Seasons. Einige Sachen sind einfach noch nicht übersetzt. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Keine Ahnung. Ist aber so. Wir haben hier ganz normal alle Schiffe dann, ne, aber so wie vorher auch. Wir haben dann Inaktiv, Handel, Patrouille, Escort und Überfahrt. Das ist alles gleich geblieben. Das ist jetzt nur ein bisschen anders sortiert. Ansonsten gehen wir mal ganz, ganz kurz den neuen Content nur so grob durch. Wie gesagt, es geht jetzt heute nicht krass ums Gameplay. Wir haben jetzt die neuen Bewohner, die Artista. Die brauchen auch ziemlich viele neue Waren. Beziehungsweise haben auch echt viel Lebensqualitätswaren, die wir noch versorgen können. Unter anderem Glühbirnen, geil, können wir importieren. Schmuck, nice, können wir importieren. Sekt können wir auch importieren, ist mega. Laternen und Souvenirs werden es wahrscheinlich nicht werden. Ist ein bisschen unnötig. Und die Billardtische auf gar keinen Fall. Lohnt sich einfach nicht für die Artista. Ansonsten brauchen die Eiscreme, Samba-Schule, das alles gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein, weil es einfach ein bisschen zu umfangreich ist und deshalb kümmern wir uns da nicht groß drum. Dann haben wir jetzt für jedes Katastrophenschutzgebäude ein Upgrade. Das heißt, wir haben eine ausgebaute Feuerwehrstation, wir haben ein ausgebautes Krankenhaus und wir haben auch eine ausgebaute Polizeistation. Ich zeige euch gerne nochmal die Polizeistation, die könnt ihr einfach easy ausbauen. Für die braucht ihr dann aber Waren mittlerweile. Das ist dann quasi so ein bisschen der Austausch. Hier ist das Krankenhaus, das kann man auch einmal ausbauen. Ihr seht, das wird dann einfach ein bisschen größer, sieht ein bisschen krasser aus. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und ihr benötigt dann Waren. Im Beispiel von der Feuerwehr hier zum Beispiel sind das dann Feuerlöscher. Die Feuerlöscher könnt ihr, ich zeige das einmal auf einer anderen Insel, brauchen wir denn hier zum Bauen, dann kommt das auf die hier. Ja. Und die hier, die baut hier in einem sogenannten Arsenal. Muss mal kurz hier Baumaterial schaffen. Hier, das ist wieder eine Multifabrik, sowohl für Pigmente, die braucht ihr, die braucht ihr zum Beispiel für die Roller und ihr könnt hier aber auch noch Medizin herstellen. Medizin ist dann logischerweise für das städtische Krankenhaus, das ist dann das große. Für die Polizei gibt es ein anderes Arsenal, das ist einfach ein bisschen größer, da könnt ihr dann Polizeiausrüstung bauen. Ihr könnt aber, und das ist ganz wichtig, das ist übrigens das gleiche, was auch die Sachen für die Luftschiffe baut, ihr könnt aber, und das ist ein neues Item, müssen wir einmal ganz kurz raussuchen. Und zwar
ist das Wachtmeister ein Wahnsinn. Dann benötigt ihr 50% weniger Waren, dafür aber schwere Geschütze. Das könnte ganz nice werden, weil wir schwere Geschütze ja über unsere Hochradwerkhallen eh kriegen, aber dafür ein Rathausplatz ist vielleicht fraglich. Ihr kriegt auch noch natürlich vier zusätzliche Polizisten, was auch mega nice ist. Muss man mal gucken, ob sich das tatsächlich lohnen wird. Dann der nächste natürlich ganz, 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 ganz große Punkt. Hier ist es. Wir haben. Das ist jetzt ein bisschen doof, warum geht das hier nicht? Wir haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, Kraftwerke zu bauen. Ach, warte mal. Wir müssen den Ölhafen einmal abreißen. Wieder aufbauen. Jetzt müssten wir eigentlich ein Kraftwerk bauen können. Das ist aber hier. Warum auch immer dieses Kraftwerk hier mit drin ist. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen nervig, aber das ist auf der zweiten Seite. Also gut zu wissen. Und hier gibt es jetzt ein Elektrizitätswerk. Das haben sie einfach anders genannt. Gott weiß wieso. Das bauen wir hier einfach mal ganz kurz hin. Das ist ein ganz normales Kraftwerk, nur ein bisschen anders gefärbt. Ansonsten genau das gleiche. Und wir haben jetzt halt die Möglichkeit, Kraftwerke zu bauen, denn die Artista wollen oder brauchen nicht direkt Strom, aber wir brauchen halt für die ganze Produktion Strom. Und deshalb haben wir jetzt die Möglichkeit, hier Kraftwerke zu bauen. Erhöht also auf der anderen Seite einfach unseren Ölverbrauch nur noch mehr. Apropos Ölverbrauch, und da geht es jetzt einmal um alle Ölgebäude oder alle Gebäude, die in irgendeiner Form Öl benötigen. Es gab ja mal die Möglichkeit, den Artista machen wir mal weg, übrigens scheint es auch neue Musik zu geben, dass wir ein Kraftwerk bauen. Wir bauen hier eine Schiene dran, dann bauen wir hier eine Straße, verschieben die und dann konnten wir eigentlich immer die Schiene hier dran führen und dann mit Drehen ins Gebäude bringen. Das habe ich gestern im Stream sogar noch gemacht, das sehen wir hier. Ne, dass die Schiene quasi woanders ins Kraftwerk reinläuft oder in alle anderen Gebäude, die Öl verarbeiten. Das geht nicht mehr. Das haben sie gefixt. Es gibt doch Bestandsschutz. Das heißt, habt ihr das so gebaut, bleibt das so. Alles Weitere geht, stand jetzt nicht mehr. Wer weiß, vielleicht findet man da irgendwann nochmal einen Weg drumherum oder was auch immer. Aber das geht, stand jetzt nicht mehr. Bisschen nervig, aber gut. War halt auch ein Bug, ne? Das sollte man so rumdrehen, dass es angeschlossen ist. Okay. Dann gibt es noch eine Neuigkeit bei den Luftschiffen. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit bei Luftschiffen, das ist eine kleine Änderung, ich weiß, aber wir konnten ja hier immer, ich zeige das mal an einem normalen Schiff, kann man ja hier immer das Handelsroutenmenü öffnen und dann konnte man hier direkt eine Route anlegen mit dem Schiff. Das Ganze haben sie jetzt auch für Luftschiffe mit Luftschiffrouten für Post gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier direkt eine Luftschiffroute erstellen. Einfacher, kleiner Fix, aber doch, denke ich, ganz nett. Dann gibt es noch eine große Neuerung, die ja allen bekannt sein sollte eigentlich mittlerweile. Und zwar haben wir zum einen Manola Island. Ich habe es jetzt noch nicht besiedelt. Mache ich noch quasi das Crown Falls der neuen Welt. Es ist ein bisschen kleiner, was den Bauplatz angeht, aber es bietet eine wunderschöne Möglichkeit. Und zwar können wir hier einen Staudamm bauen. Das ist mega cool, weil der wird die ganze Insel hier mit Strom versorgen. Und hier ist ja auch einiges an Bauplatz drauf. Von daher. Und vor allem viel Platz für Anlegestellen, die wir ja nicht alle auf einen Spot ja, sammeln müssen, wie in der alten Welt, damit alle die Speicherstadt kriegen, sondern wir können hier überall Anlegestellen zur Not bauen, um hier eine wirklich krasse Produktionsinsel drauf zu bauen für die neue Welt. Das ist sehr, sehr cool. Halt dann wirklich überall auch mit Strom. Apropos Speicherstadt, es gibt, und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber es ist mir aufgefallen und deshalb gucken wir es uns an. Es gibt in der Speicherstadt eine neue Ware. Und zwar ist das wieder Brot. Es ist, ne, hier ist ja schon Brot, aber hier, das heißt Black Tea, also schwarzer Tee. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das irgendeine andere Ware sein soll, die es vielleicht auch nicht ins Spiel geschafft hat oder sonst irgendwas und warum da das falsche Bild ist. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Bug. Aber hier gibt es eine andere Ware, die kann man auch importieren, aber die hat einen Tauschwert von minus infinite, also minus, ja, unendlich. Und das kann ja eigentlich nicht so ganz richtig sein. Aber sie ist aktuell da, wo, also sie ist aktuell hier. Von daher nehmen wir sie erstmal so, wie sie ist. Und gucken von da an dann weiter, was, ja, was wir dann am Ende draus machen werden. Keine Ahnung, was da drin war, ist mir auch egal. Und dementsprechend mal sehen, was das Ganze noch so wird. Ansonsten
gibt es ja jetzt auch Inseln ohne Flüsse in der neuen Welt. Ne? Die sehen dann so aus. Das ist auch eine ganz neue Insel, meine ich. Die habe ich so noch nicht bei mir entdecken können. Grundsätzlich, ich habe jetzt tatsächlich keine, beziehungsweise doch, na, nicht ganz, die ist ähnlich. Die ist ähnlich zu der hier von da, aber es ist nicht die gleiche Insel. Grundsätzlich soll es wohl aber auch fast alle Inseln ohne Fluss noch im Pool geben. Dementsprechend lohnt es sich, in Anführungszeichen, je nachdem, was man so vorhat, eventuell auch nochmal neu anzufangen. Es gibt auch noch ein, zwei wirklich interessante Items, und zwar Schokoladenfabrik, da ist der, glaube ich, bei sogar. Ja, und zwar gibt es zum einen Salvador der Standhafte, der bringt uns 100% Produktivität, braucht 25% mehr Arbeitskräfte und 185% mehr Wartungskosten, und wir brauchen statt den normalen Arbeitskräften Artista. Dafür können wir aber alle Zigarrenmanufakturen, Schokoladenfabriken, Kaffeeröstereien und generell alle Chemiefabriken in der neuen Welt pushen um 100% Produktivität, und wir kriegen bei jedem dritten Arbeitsschritt eine extra Ware. Das ist super nice. Es ist sehr, sehr praktisch und macht viele dieser Items tatsächlich auch nochmal wieder interessant. Und dann haben wir noch eins, das ich ganz interessant finde. Es gibt noch mehr. Ich verlinke euch mal ein Video von Sasuno unten in der Infocard. Der hat sich um alle Items gekümmert. Kalamari, kann man das suchen? Nö, alles klar, ist ja doof. Wo ist der denn? Den habe ich auf jeden Fall schon entdeckt. Ach, da ist er. Pedro, Kapitän der Panama. Und zwar beeinflusst er alle Fischereien, was auch immer da jetzt am Ende alles drunter fallen wird. Und die kriegt bei jedem siebten Arbeitsschritt Kalamari, bei jedem fünften Fische und bei jedem vierten Fischöl. Auch ganz praktisch, wenn man ein bisschen Kalamari abgreifen will. Und generell sind das relativ viele Zusatzwaren tatsächlich. Wie gesagt, Link zu Sasunos Videos unten in der Infocard, könnt ihr das gerne mal abchecken. So, und eine Sache dürfen wir natürlich nicht vergessen, die schiebe ich nochmal ganz kurz rein. Und zwar gibt es jetzt im Optionsmenü, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das Anopedia. Da habt ihr zu allem, wozu es quasi so Tutorials gibt, jetzt auf einem neuen Fleck zusammengeballt. Hier gibt es auch schon einen neuen Realter Aufstieg der neuen Welt. Hier ist das Stadion, fortschrittliche städtische Institutionen zum Beispiel, hier die verbesserten Krisenvorsorge-Dinger, der Elektrizität in der neuen Welt, der Staudamm, die Samba-Schule, der Strandpavillon, all das auch hier im Anopedia. Natürlich gehen wir da trotzdem nochmal in einem Video drauf ein, aber vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, dass es da auch noch die Möglichkeit gibt, nochmal ein, zwei Sachen kurz nachzugucken. Ansonsten den ganzen Content dieses DLCs will ich nach und nach behandeln. Mir ging es jetzt mehr darum, einen kurzen Überblick zu geben, vor allem, was sind so neue Features. Was kann man ganz gut nutzen? Hierfür braucht man übrigens jetzt für die Artista, ganz praktisch, braucht man keine Ponchos mehr. Das heißt, theoretisch noch weniger Waren, die man irgendwo selber produzieren muss, auch wenn die Oberas jetzt hier ein bisschen zufriedener sind. Aber das liegt auch daran, dass hier noch ein bisschen ein bisschen mehr sind. Hier sind auch noch mehr Zusatzwaren drin. Ansonsten, es gibt Strom in der alten neuen Welt. Das ist sehr cool. Inwieweit sich die Meta ändern wird, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weiß ich noch nicht so ganz, hat sich auch noch keiner so wirklich zu geäußert. Aber das ist auch ganz klar, es wird auf jeden Fall einen neuen besten Seed geben. Wenn der kommt, teile ich euch das mit. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Entdecken des DLCs. Das wird definitiv interessant, und vor allem, es soll ja das letzte DLC werden, habe ich im Intro schon kurz gesagt. Danach geht es weiter mit einem neuen Anno. Mal sehen, wann das kommen wird. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.